Songs of Season, Achtsamkeitsort. Und wir sind das neue Songs of Season hier, ohne Sorgen, genau, mitten in der Stadt. Länger ausatmen als einatmen. Vielleicht nur 2-3 Mal. Kann oft schon reichen. Schon kommt ein anderer Gedanke. Das Schwierigste, annehmen. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Und da sind wir wieder. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener zu einer neuen achtsamen Folge. Also wir versuchen natürlich immer achtsam zu sein, aber in diesem Fall, glaube ich, wird es uns gelingen, weil ich habe professionelle achtsame Hilfe hier mir organisiert. Petra Dietrichs ist wieder bei uns. Herzlich willkommen, Petra. Danke schön für die Einladung, lieber Oliver. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Siehst du, ein Mann, ein Wort, ne? Ich hatte dir, wir haben Anfang des Jahres ja mit dir eine Folge aufgenommen zur Achtsamkeit allgemein, weil die natürlich immer wichtig ist hier bei uns. Stichwort Selbsthilfe. Und ich habe ja gesagt, wir werden nochmal das ein bisschen spezieller anpacken. Und das wollen wir jetzt machen. Und zwar wollen wir uns mal angucken, das ganz große Thema Stress. Also jeder von uns irgendwie empfindet Stress, und wir wollen mal schauen, ist der immer berechtigt, ist der vielleicht nur eingebildet, und vor allem, wie kann uns Achtsamkeit helfen, da resilienter zu werden, Petra? Und da hast du gesagt, jawohl, da hast du ein paar Lösungen für uns parat. Ich bin ganz gespannt, aber erstmal meine Frage, bist du auch wieder schön achtsam hergekommen, so wie letztes Mal? Bin ich. Mein Zeitmanagement war achtsam. Also gut, ich war einen ganz kleinen Tick später hier, aber das waren noch nicht mal 5 Minuten, glaube ich. Aber das kann uns auch stressen, oder? Zeitdruck. Ja, wobei ich habe mich jetzt nicht stressen lassen, weil ich dachte, 5 Minuten sind okay. Mhm. Hab dir heute Morgen ja schon eine Nachricht geschrieben, dass ich mich freue. Die hattest du zwar nicht gesehen, aber ich bin fest davon ausgegangen, das klappt alles, die Energie ist gut. Es hat ja auch mit dem eigenen Zustand zu tun, ob ich jetzt mit Herzrasen hergekommen wäre, wie, oh, ich bin vielleicht zu spät. Der Parkplatz war nicht ganz so dicht bei heute wie beim letzten Mal. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, es sind dann 1-2 Minuten mehr, aber dafür bist du ganz bei der Sache und ganz präsent, wenn du ankommst. Und das war ja dann auch sehr so. Schön. Damals hast du so achtsam die Pflastersteine betrachtet in Potsdam, die fandest du so toll. Aber diesmal kanntest du die ja schon, ne? Ja, weißt du, was ich diesmal achtsam betrachtet habe? Als ich hier lang ging, ist ja ein wunderschönes Viertel hier, wirklich wunderschön. Hier sind diese grünen Läden neu gestrichen worden und hier war ein Maler zugange und der hat diese hohen Fensterläden, die sehr hoch sind, hier beiseite genommen, angeguckt, abgemacht etc. Und da habe ich gedacht, wow, ist das schön. Und das hat er vielleicht auch ganz achtsam gemacht. Man kann ja mit diesen handwerklichen Arbeiten, finde ich, auch so voll so eine achtsame Phase absingen, oder? Es wirkte so. Ja. Also er hat es auf jeden Fall auch sehr professionell gemacht. Ja. Und ich denke, Professionalität geht oft mit Achtsamkeit einher. Ja. Also man sieht ja auch, wenn Kinder was bauen oder so. Ja. Ne? Oder wenn man selber vielleicht auch irgendwas macht und einen Zaun streicht oder so, kann man das entweder, ich habe keine Lust, oder man kann da so richtig drin versinken. Und das, finde ich, hat auch so eine ganz, ist so ein Entspannungsmodus. Es ist sogar meditativ dann. Richtig. Du bringst dich auch selber fast in so eine Art Trance-Zustand dann dabei. Was im Übrigen, egal was es ist, uns auch schon zu einer der Lösungen bei Stresssituationen. Ja, ich höre da schon was raus, Trance. Ja. Also, gehen wir mal gleich rein in Medias Res. Stress. Viele haben ja jetzt nochmal so richtig Stress gehabt, weil wir haben jetzt Sommer, Urlaubszeit und haben gesagt, oh, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das und dann die Kinder und die Ferien und so. Mhm. Und dann freuen die sich auf den Urlaub. So, dann haben sie vielleicht 2 Wochen. Manchmal 3, oft sind es 2. Ne? Mhm. Und meistens die erste Woche ist noch im Stressmodus, dann fängt ein bisschen Entspannung an und dann ist schon wieder alles vorbei und dann geht es schon wieder los. Und dann machst du auf der Arbeit den Computer an und hast Tonnen von E-Mails, die nicht beantwortet wurden im Urlaub. Der nächste Stress, oder? Genau. Wie kommen wir denn aus dieser Mühle mal raus? Ja, du hast neben der Arbeitsgeschichte hast du natürlich auch noch die viele Wäsche, die Post etc. oder was sonst noch liegen geblieben ist. Also eigentlich ist dann immer erstmal ein Berg nach dem Urlaub da. Und denkst, Mist, warum bin ich eigentlich in den Urlaub gegangen, oder? Also ich kenne manche Menschen, die sich das fragen, ja? Ja. Wie kommst du da raus? Ich glaube wirklich, das Zauberwort ist wirklich aus der Achtsamkeit im Moment sein. Mhm. Und nicht nur das, sondern die Dinge wirklich anzunehmen und zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist auch so eine Kunst. Okay, jetzt können wir vielleicht nochmal sortieren. Also ich habe mal so ein bisschen das Bild der Arbeit gerade bemüht. Dann, es kann uns ja eigentlich ganz viel stressen, ne? Privat. Ja, eine Beziehung kann uns stressen. Oh, also eine dysfunktionale Beziehung. Ja. Eine Beziehung, die ich eingehen will. Also so vorm ersten Date. Ja, klatschnasse Hände haben ja auch noch 50-Jährige dann, ne? Ja. Oder so. Also, weil das hat dann auch wieder mit Erwartungen zu tun. Kann man sagen, dass wir uns selber auch viel Stress machen, indem wir immer schon in die Zukunft hinein projizieren, oh Gott, ich werde nicht reichen. Da droht die nächste Demütigung und Erniedrigung oder so. Und da machen wir uns selber Stress? Genau, definitiv.
definitiv. Also du sprichst was ganz Wichtiges an, nämlich den inneren Stress, den wir uns immer selber machen. Ja. Im Gegensatz zu dem äußeren Stress. Der äußere Stress kann sein, sowas wie, nehme an, ich wäre heute in mega Stau gekommen durch einen Unfall. Das hätte mir dann schon etwas Stress gemacht. Da hätte ich gedacht, ist jetzt doof. Mhm. Meine Zeitplanung war eigentlich schon mit einem kleinen Puffer. Aber gut, dann kann ich die Entscheidung treffen. Ich kann dich anrufen und sagen, so ist es. Was machen wir? Verschieben wir den Termin oder nicht? Aber nicht jeder Mensch kann da so mit umgehen. Wenn ein Flieger oder Bahn oder so, das kann schon manchmal auch zu mehr führen, dass es einfach mehr Aufwand bedeutet. Okay. Ja? Ja. Dennoch immer das tun, was in der eigenen Macht steht und das annehmen, was nicht in der eigenen Macht steht. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Also sortieren, ja. Und wenn jetzt äußere Einflüsse, dann muss man sagen, höhere Gewalt, kann ich nicht anders. Genau. Und das annehmen, akzeptieren und nicht, weil was macht, also vielleicht merkst du das auch, wenn du mal an ein Erlebnis denkst, wo du mal ausgebremst wurdest durch höhere Gewalt. Was passiert dann? Meistens so eine Anspannung nach innen, ne? Oder Wut, ne? Ja, Wut. Ja. Wut vor allen Dingen ist die erste Emotion, glaube ich, die damit hochkommt. Ja. Wir spannen uns an, wir machen Fäuste, wir spannen Schulter-Nackenbereich sowieso. Ja. Und eigentlich ist es dann oft auch im Solarplexus so eine gewisse Anspannung, wie eigentlich wollen wir zuschlagen, aber wir wissen gar nicht, wohin denn. Und dann, was ist es eigentlich? Ist es denn eine Enttäuschung? Oder was ist so, was steckt dahinter? So? Ja, meistens auch eine Werteverletzung. Wir wollen ja eigentlich pünktlich sein oder wir wollten ja das oder das oder das erreichen und das ist eine Erwartung, die wir an uns selber hatten oder auch die an uns gestellt wurde und jetzt können wir die nicht erfüllen. Also auch eigentlich hat es mit uns zu tun, Wut mit uns selber. Es ist eine Art Selbstgespräch. Kommen. Und eigentlich sind wir überfordert mit der Situation. Ja. Weil das kommt zu viel auf einmal. Es war uns wichtig, wir können es jetzt nicht hinkriegen, wir haben alles dafür getan, gemacht und dann, bumm, kommt irgend so eine Wirkung von außen und wir stehen auf einmal doof da. Vielleicht auch Scham. Ja. Ja. Alles negative Gefühle eigentlich, ne? Genau. Und je nachdem, wie bewusst oder unbewusst man damit ist, geht das Programm so HB-Männchen, weiß nicht, ob du noch die Werbung kennst, aus den 70ern, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Also man muss jetzt nicht immer gleich eine HB rauchen, die gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, das wäre eine Frage, ja, ob sie noch gibt, stimmt. Ja, wäre spannend, ne? Müsste man mal recherchieren. Ja. Und man muss auch nicht Drogen nehmen, sondern gibt dir die Droge, die du selber immer hast, nämlich die über deinen Atem zum Beispiel. Und das wiederum, dessen darf man sich nur bewusst sein. Das ist, glaube ich, wirklich also der Schlüssel. Durchatmen, wie man so schön sagt. Ja, ausatmen vor allen Dingen. Das ist ja schon eine Achtsamkeitsübung, denke ich. Genau. Und es kostet gar nicht viel Zeit. Also es hat keine Nebenwirkungen, keine schlimmen jedenfalls, ja, eher positive, weil wir dürfen die Spannung rauslassen. Und das machen die Menschen dann oft nicht, weil was passiert bei Stress? Man versucht eher noch mehr zu erreichen und atmet ganz viel ein, aber wenig aus. Kurzatmig, ne? Genau. Und damit nehmen wir unserem Körper auch noch die Sauerstoffversorgung, die er braucht. Und was machen wir? Wir stressen uns selber. Genau, richtig. Also da haben wir auch körperliche Symptome. Genau. Durch Sauerstoffmangel und Verspannung, ne? Weil man Anspannung, Verspannung häufig und hin und her. Ist völlig im zitterig vielleicht auch, ja, oder wie gelähmt, ja. Und eigentlich heißt es auch so schön, ich ärgere mich selbst. Mhm. Ich ärgere mich. Darf man mal sacken lassen. Ja. Ist was dran. Ja, ja. Also gut, das sind diese äußeren Faktoren, die können eben, wie gesagt, im Job passieren, durch Druck vom Chef, wie auch immer. Dann kann man halt überlegen, ist das überhaupt der richtige Job? Sollte ich wechseln? Egal, aber so, das gibt es alles. Ne? Ja. Und dann würdest du sagen, also die Lösung ist erstmal durchatmen. Also so ein paar Sekunden der Ruhe. Ausatmen. Ja, genau. Ja. Oder einfach eine Minute oder 30 Sekunden gut bei sich sein. Also wenn wir das jetzt mal ausprobieren, wenn du mal kurz die Hand auf dein Herz oder auf deinen Bauch legen magst, so, fühlst du dich dann bewusster? Spürst du dich? Hast du da eine andere Verbindung zu dir selbst? Ich spüre meinen Herzschlag. Ja. Ist es angenehm oder eher unangenehm? Angenehm. Ja. Auch das eine Möglichkeit, weil wir vergessen uns auch oft selbst oder verlieren uns selbst. Mhm. Weil wir uns selber dann nicht mehr so wahrnehmen, weil wir müssen ja funktionieren. Wir müssen ja Erwartungen erfüllen. Wir sind nicht in Kontakt. Genau. Mit uns nicht in Kontakt, in Verbindung. Ne? Kinder sind das wunderbar. Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal so schön auch, ne, dass die Kinder, wenn die auf die Welt kommen, in der Regel noch komplett in der Achtsamkeit sind. Ja, und diese Bauchatmung, diese Buddha-Atmung. Ist für die völlig normal, oder? Völlig. Ja. Weil der ganze Stress, und das hatten wir damals auch angesprochen, kommt durchs Leben, also durch falsche Glaubenssätze, oder? Du Prägungen, musst dieses und jenes. Prägungen, und, ja, genau. Fängt ja schon bei Schule und Kindergarten an. Du musst dann und dann zu der Zeit da sein. Du musst das gelernt haben. Du musst es genau so abliefern. Ja, du musst. Das stimmt. Funktionieren. Also je nachdem, in welche Schule man geht, was für ein Modell man da hat. Und da sind dann auch die Eltern oft gestresst, das Kind in dieses Zeitkonstrukt zu quetschen.
sage ich mal, wenn beide voll arbeiten. Irre eigentlich alles. Ja, und dann will das Kind nicht das anziehen, was es anziehen soll. Dann gibt es da vielleicht noch Stress. Und das Kind sagt, ich will aber jetzt im Winter nicht das anziehen. Ich möchte im Pyjama zur Schule gehen. Sagst du, hallo, geht's noch? Ja, da geht's ja auch schon mal los. Normen, ne? Gesellschaftliche Normen und Werte und so. Und damit vermurksen wir doch eigentlich mit immer Essen, alles selber. Ne? Das Kind ist nicht rechtzeitig mit Essen fertig oder so. Wir vermurksen da ganz viel. Und da sind wir Menschen eigentlich schon. Genau. Dass wir das alles mal so, ich meine, ist ja alles ganz toll, ja, die Zivilisation hat viele Vorteile, aber wieso haben wir denn da so wenig immer Wert drauf gelegt? Ne? Und das, ich meine, man merkt ja jetzt so eine Gegenbewegung, ne? Dass immer mehr ist das in den sozialen Netzwerken ein Thema und hin und her, weil die Leute merken, es macht uns krank. Ja, viele Leute steigen ja auch aus, ne? Ja. Ja. Vielleicht ist das ja auch eine Hoffnung, dass es mal besser wird. Okay, also jetzt bleiben wir nochmal bei unserem Thema, also Stress. Den können wir teilweise nicht vermeiden. Da können wir so buddha-mäßig leben, wie wir wollen, weil es gibt diese äußeren Stressfaktoren. Genau. Also da würdest du sagen, erstmal durchatmen. Dann vielleicht sortieren, also sich geistig klar machen, wo kommt der Stress her, was ist der Grund, was ist vielleicht mein Anteil. Und dann sagtest du ja, da wo ich es nicht ändern kann, annehmen. Absolut, genau. Weil es bringt ja nichts, oder? Und du sagst was ganz Wichtiges, die Qualität deiner Fragen bestimmt auch die Qualität deines emotionalen Zustandes. Mhm, das ist ein schöner Satz. Freut mich. Weil je nachdem, was du dich fragst, und du fragst dich ja super Sachen in stressigen Situationen, hast du ja gesagt, ne? Also wir hatten das ja beide vorhin ganz kurz im Vorgespräch, ne? Wo du auch sagtest, also dich kann man nicht leicht stressen. Mich kann man auch nicht so leicht stressen, das war durchaus mal anders, ja. Und dann habe ich auch gelernt, hey, welche Fragen stelle ich mir? Und da hatten wir auch gesagt, ne, wenn wir uns Fragen stellen, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Was ist das Zweitschlimmste? Was könnte danach kommen? Was wäre dann die Konsequenz? Und irgendwann kommt, für mich jedenfalls dann immer irgendwann, ja, dann bin ich tot. Ja. So, aber wenn ich irgendwann sterbe und ich weiß ja, dass ich irgendwann sterbe, dann ist das für mich sofort in dieser Situation nicht in der engen Wahl oder nah bei mir, sondern eher in der längeren Distanz. Und schon habe ich mehr Abstand zu der Situation und denke, nee, das wird ja jetzt nicht passieren. Also nehme ich doch Plan A. Genau. Und so kommen wir zu einer Gelassenheit. Also zum Beispiel Gelassenheit, ein schönes deutsches Wort, oder? Ist ja auch so ein Gegenprogramm. Auch etwas lassen. Genau. Ja, steckt da vielleicht drin. Loslassen. Ja. Lassen, loslassen, ne? Lassen. Weil alles, was wir immer so haben, stresst uns. Starr. Ja, auch. Genau. Und Stress ist Widerstand. Also Stress ist auch ganz häufig innerer Widerstand. Ich will das eigentlich nicht. Und so eine meiner, gerade so die letzten Monate, ich hatte ja auch ein bisschen Stress. Du weißt es ja durch die Situation meiner Eltern, die dann dieses Jahr beide gestorben sind, was in diesem Fall eine Erlösung und Erleichterung ist für alle Beteiligten, war das stressig. Aber ja, weil ich war da auch fremdbestimmt. Ja? Mhm. Wiederum habe ich mir dann ganz oft gesagt, okay, solange es noch so ist, ist es so. Mhm. Also ich habe es angenommen. Und das hat es mir leichter gemacht. Weil natürlich war innerlich auch... Also den Tod angenommen oder was? Nee, also angenommen die vielen Male, wo ich tagsüber angerufen wurde und wirklich Feuerwehr spielen musste oder für sie was regeln musste, weil sie es nicht konnten, habe ich natürlich oft gedacht, oh, jetzt wollte ich aber eigentlich das machen oder das und das ist wichtig und so. Und gerade als Selbstständiger, ich meine, muss ja irgendwie auch überleben, ja, existieren, Geld verdienen. Und dann habe ich schon öfter gedacht, das passt jetzt aber gar nicht. Und dann habe ich gedacht, hey, wer weiß, wie lange es noch geht und wir noch miteinander so den Kontakt haben. Ich mache das gern für Sie. Es kann jetzt auch kein anderer machen. Also hätte ich mich auf den Kopf stellen können und mich tierisch stressen können oder auch sagen können, okay, welche Option habe ich jetzt, was ist das Beste? Nicht immer konnte ich sofort reagieren, manchmal konnte ich es delegieren, manchmal habe ich es sofort gemacht, aber dann war es immer in der Liebe, in der Annahme. Und das, muss ich sagen, macht es für mich auch im Nachhinein auch leichter zu verarbeiten. Weißt du, ich wäre jetzt eher wirklich sehr ärgerlich mit mir, wenn ich es nicht getan hätte. Sondern wenn ich gesagt hätte, nee, geht jetzt nicht, passt jetzt nicht. Dann würdest du dich wieder stressen im Nachhinein. Ja, dann hätte ich, glaube ich, schlechte Vorwürfe. Genau. Ja, aber das kann auch Gewissensbisse. Sein. Genau. Ne? Aber wir können uns nach hinten stressen, indem wir uns immer wieder ärgern über Situationen, die wir hätten anders machen sollen, wo man dann auch gelassen sagen müsste, okay, der Moment ist nun mal so gelebt. Ich habe mich so entschieden, das ist jetzt von dieser Warte betrachtet ein Fehler. Ja. Aber dann hatte der Fehler vielleicht auch sein Gutes. Also vielleicht sollte man da auch so einen Fatalismus einbauen in sein Denken, dass man sagt, alles, was wir tun, auch das Schlechte, hat seinen Sinn, führt ja zu immer irgendeiner Konsequenz. Und diese Konsequenz ist aber auch am Ende auch gut. Ja, bin ich bei dir. Das wäre jetzt auch buddhistisch dann schon wieder fast. Ja, ne? ja. Aber da steckt eine Weisheit hinter. Ja, na klar. Absolut. Die macht das Leben einfach leichter. Weil, hey, was können wir denn kontrollieren?
Wir können nichts kontrollieren, außer uns selbst. Genau, ich meine, das sind ja alles Jahrtausende alte Weisheiten, die man dann immer wieder so liest. Ne? Die kommen aber von irgendwoher, nämlich aus Erfahrung. Ja? Ich meine, wir Menschen sind ja schon ein paar Jahre oder Jahrtausende auf dieser Welt. Und sagt man so, ne? Allen so, ne? Ja, so genau wissen wir es auch nicht. Ne? Bei manchen denkt man, die können noch nicht so lange, aber gut. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle sind das Weisheiten, an denen ist was dran, finde ich immer so. Die gelten objektiv. Ich auch. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Du hast auch eine sehr interessante Studie mitgebracht, dass gerade junge Menschen heutzutage in Deutschland so extrem gestresst sind. Wie kommt das denn? Ganz ehrlich, das hat mich echt schockiert, diese Zahlen. Also ich habe gerade für einen Vortrag neulich, habe ich nochmal geguckt, was es gibt. Und die TKK, die bekannte Krankenkasse, hat vom 29. April 2024 Zahlen veröffentlicht. Und da haben die geschrieben, dass 64% junge Erwachsene sich extrem seelisch belastet fühlen. Und wodurch? Durch Krisen, Krieg und Zukunftsangst. Mhm. Und wiederum, wodurch ist das ausgelöst? Durch, Politik, Berufswahl, deren Berufswahl und die eigene Unzufriedenheit. Mhm. Wie schlimm ist das denn eigentlich? Also ganz schlimm, eigene Unzufriedenheit heißt es, lassen die Menschen sich in einen Beruf drängen, den sie eigentlich gar nicht machen wollen? Ja. Und warum gucken sie dann überhaupt so viel Politik? Also frag ich mich. Naja, klar. Also Medien. Das ist halt das, was im gesellschaftlichen Raum immer wieder so schallt und hallt. Ne? Sie kommen ja von einer Krise zur nächsten. Ne? Wir hatten Klimakrise, dann hatten wir Corona-Krise, dann haben wir den Krieg, dann haben wir jetzt wieder Klimakrise. Also diese. Also Klima ist eigentlich immer. Ja, und dieses und jenes. Und immer dieser Krisenmodus. Und, das sagen ja viele junge Leute, also die jetzt so, wir sind ja schon ein paar Tage länger auf dieser Welt, aber wenn du jetzt so 20 bist, dann kennst du nur Krisen. Ja, genau. Weil da kam die Finanz, also eigentlich so kann man sagen, mit der Finanzkrise 2008 endeten ja so die fetten, unbedenklichen Nullerjahre, ja, damals so. Ja, genau. Und dann hatten wir nur Krisen. Genau. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona, irgendwas. Ja. Und da, glaube ich, sind die Jungen wahrscheinlich wirklich gestresst. Wobei, also gerade jetzt unsere paar Jahrzehnte mehr, die wir jetzt schon hier weilen. Jahrtausende. Gab es nicht früher auch das Waldsterben, die Ölkrise, Ozonloch? Also damit bin ich als Kind auch groß geworden. Gab auch mal eine Eiszeitkrise in den 70er Jahren, wo der behauptet, kommt eine Eiszeit, es wird kälter. Ja, richtig. Also ich glaube, wir hatten vorher auch schon Krisen in unseren Kindheiten, aber irgendwie haben wir das vielleicht anders weggesteckt. Naja, die Medien waren auch anders. Ne? Die Medienbeballerung war nicht so stark. Und ich glaube, das ist heute nämlich das Problem, weil wenn ich das alles höre, sage ich, dann legt doch mal euer Handy weg oder macht es mal aus. Ne? Weil die Unzufriedenheit wird ja auch angetriggert durch diese ganzen Medien. Das ist ja auch bei Mädchen dann noch schlimmer. Ne? Also, woher kommt das denn? Schönheitsideale, ganz schlimm. So aussehen wie irgendwelche Influencerinnen Models und, die aber auch mit KI schön ihre Fotos hübsch machen. Ja, hallo, guck dir die mal echt an, wie die morgens aussehen und so weiter. Ja? Also das muss man doch nicht alles an sich ranlassen. Nee. Und alleine da kann man sich schon mal de-stressen oder entstressen, wenn man einfach viel weniger Medien konsumiert. Genau. Überhaupt weniger Medien konsumiert. Also nicht das Handy neben dem Bett liegen haben, abends, morgens. Also wenn es vielleicht wenn man eine App drauf hat, eine Medi hören will, eine Meditation, okay, ist was anderes. Aber dann wirklich wegpacken. Oh. Nicht den Fernseher im Schlafzimmer. Ich meine, das könnte ich gar nicht. Also, und auch bei den Krisen. Ne? Ich meine, Krise ist ja immer. Ja. Wenn du dich für Geschichte interessierst, ich kenne keinen Tag, glaube ich, auf dieser Welt, wo kein Krieg irgendwo war. Wirklich nicht. Genau. Immer ist irgendwas. Gewalt gehört leider dazu. Leider. Und das ist sicherlich schlimm für alle Betroffenen. Nur muss man das auch einordnen. Also wenn irgendwo eine Krise, ein Krieg, was auch immer ist, das bedeutet nicht immer, dass jetzt auch hier bei mir gleich Krieg ist. Und die sind, glaube ich, aber auch teilweise in dieser Angst, dass es immer gleich passiert vor ihrer Haustür oder genau, ganz nah bei mir einem. Mir hat mal einer, als der Ukraine-Krieg ausbrach, ich kannte ihn gar nicht, irgendwie hat sich ein Gespräch ergeben, der sagte zu mir, ja, und glauben Sie denn auch, dass der Putin dann morgen in Berlin ist. Na, ich sage, nee, glaube ich nicht. Aber wenn, okay, dann soll er kommen. Ich meine, was willst du denn jetzt erstmal machen? Soll ich mich jetzt da auch in so einen Krisenmodus reinversetzen lassen? Ja, also ich hielt das damals und halte es immer noch für ein wenig wahrscheinlich. Nur, wie kann man denn da in einer Angst leben? Da kann ich mir permanent immer irgendwas einbilden. Genau. Deswegen sind auch so viele junge Menschen depressiv oder im Burnout. Ja. Weil sie ihre Energie darauf verwenden, wirklich nicht unbedingt gut bei sich zu sein, sondern sie wollen eigentlich alle anderen retten und machen sich um alles andere Gedanken und es zehrt. Aber rennen von sich selbst weg. Und das sind ja auch wieder diese eingebildeten Ängste. Ja? Genau. Ich kann mir immer einbilden, dass irgendjemand kommt und Böses tut und sei es ein Außerirdischer. Ja. Kann durchaus morgen passieren. Ja. Wirklich. Ja. Absolut möglich. Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Nee. So, also machen wir uns nicht verrückt. Ne? Und da kommen wir jetzt wieder zu uns. Und was wäre dann die Lösung? Ich glaube, auch Selbstliebe, Selbstwertgefühl ist da auch unbedingt schon mal ganz wichtig. Unbedingt, ja. Also vor allen Dingen das Bei-sich-Sein und auch das, ich würde sagen, da sind wir wieder in der Annahme und in der Akzeptanz, dass ich nicht die ganze Welt retten kann.
Aber ich kann wiederum schon die ganze Welt retten. Ist ja eigentlich auch eine Hybris und ein Narzissmus, oder? Die Welt zu retten. Ja, aber wiederum rettest du ja die Welt, indem du entspannt bist und indem du in der Liebe bist. Weil damit trägst du zur Rettung der Welt bei. Stimmt. Weil deine Energie, wir wissen ja, alles ist Energie und hat eine Wirkung. Mhm. Ja? Und alles beeinflusst auch irgendwas. Also wir wissen, alles ist irgendwie miteinander verbunden. Also dann bist du doch mehr, also wertvoller oder in positiverer Energie, wenn du positive Energie, lichtvolle, strahlende Energie, gute Energie, gelassene Energie verbreitest. Damit steckst du doch, weil das geht wie in so Wellen, ja, wie im Wasser so. Schmeißt einen Stein ins Wasser und gehen die Wellen weiter. Und damit tust du ganz viel für die Rettung der Welt. Und das kann auch, ich meine, das wissen wir auch, nicht jeder Obdachlose oder nicht jeder Mensch kann Geld spenden. Aber schenk denen ein Lächeln, nimm die wahr. Bleib da stehen, leg deine Hand aufs Herz und lächel denen wirklich ins Gesicht und nicht irgendwie schamvoll vorbei. Weil jeder kann in so einer Situation landen. Ich glaube, die wenigsten sind einfach auf die Welt gekommen, weil sie obdachlos sein wollten. Das ist manchmal ein Strudel auch von Scham oder Schuld. Oder sie wissen nicht, mit den Stromrechnungen, zack, Wohnung gekündigt. Das ist ja ganz dramatisch, was da abgeht. Verschiedenste Gründe, ja, klar. Abgehen kann. Ja, und da, also wir haben auch einen Obdachlosen bei uns in der Gegend und natürlich stecken wir dem auch immer mal was zu. Und wir unterhalten uns aber auch mit dem. Ja? Und der will auch gar nicht, dass man dem 100 Euro schenkt oder so. Weil der hat sich mit seinem Leben auch arrangiert. Der will aber Würde haben, eine würdevolle Begegnung. Und damit trägt man auch was zur Rettung bei. Ja. Ja? Wir retten den nicht, nein. Aber ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, weil dann weiß ich, er ist noch da. Och, das hast du schön gesagt. Ja, ernsthaft. Das andere hat mir auch gefallen. Also quasi, das ist dann immer das Problem. Wir Menschen wollen immer gerne das Große tun, nicht? Und die Welt retten. Und das Kleine erscheint uns erstmal zu klein. Aber eigentlich ist das viel wirkvoller. Hast du viele völlig recht. Kleine Dinge führen also, zu großen. Ja, da müssen wir vielleicht hinkommen, dass wenn wir die Welt ändern wollen, müssen wir uns ändern, nicht? Der alte Spruch. Mhm. Das heißt, also du würdest sagen, achtsam ist also ein Teil der Weltrevolution. Wenn wir eine Weltrevolution starten wollen, müssen wir mit Achtsamkeit anfangen. Ich sage Mindful Revolution, ja. Oder die achtsame Revolution. Ich finde, Oliver, ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, das ist eine Revolution, die ist, glaube ich, richtig geil. Mensch, ich glaube, da würden auch die jungen Leute mitgehen. Das finde ich bestimmt gut. Ich glaube auch. Und weißt du was? Ich glaube, viele junge Menschen geben ja heute auch in Unternehmen schon viele Dinge vor. Ja. Die sind ja oft nicht mehr bereit, 40 Stunden zu arbeiten. Das stimmt. Die sind oft nicht mehr bereit, sich so ausbeuten zu lassen, wie wir oder unsere Generation vor uns. Ne? Da ist nur so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, kennt man noch so. Ne? Ja, das so, stimmt. Halt mal den Ball schon flach, bist erst Berufsanfänger. Die wissen teilweise schon, wie es lang geht. Sagen sie so, ich meine, muss man jetzt auch, ist auch schon ne, Stoff für Konflikte unter anderem manchmal. Aber die lassen einfach nicht mehr so viel mit sich machen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil dann ist ein Umdenken erforderlich. Also da verändert sich einiges. Das ist toll. Die haben auch andere Werte, ne? Ja. Also wie gesagt, früher wurde verhandelt, da ging es um Machtpositionen und um Geld und das größere Auto. Auto interessiert die gar nicht mehr. Nee. Das mieten sie sich, wenn sie eins brauchen, ne? Mit einer App. Und klar, die verhandeln mehr über freie Zeit. Oder das ist ganz witzig. Die Leasingfahrrad haben. Ja, genau. Die fragen nach dem E-Bike. Ja, Aber witzig ist wirklich, es geht bei denen mehr um die freie Zeit, ne? Ja, genau. Und das muss, wie du schon sagst, nicht schlecht sein. Und auch, dass die Arbeit, dass das Miteinander auch eine andere Qualität hat. Da sind nicht mehr so starke Hierarchien, sondern eher flachere Hierarchien und der Ton muss stimmen, der Umgangston etc. Also das ist einfach, es wird menschlicher. Teilweise gehen sie auch respektvoller miteinander um. Ja. Ne? Es ist, und vor allen Dingen fällt mir auf, es ist nicht so vorgegeben und aufgesetzt, sondern ich glaube, die leben das auch. Und das ist schwer für manche Ältere, ja, weil wir sind gewohnt so Anweisungen geben, Kontrolle etc., Hierarchie, zack, bumm. Jeder macht, was ich sage. Es funktioniert so nicht mehr. Und das ist natürlich auch, das ist Stoff für Konflikte. Aber auch da wieder, wie du auch vorhin auch schon gesagt hast, gut bei sich sein, annehmen und das Beste draus machen. Und warum nicht Workshops machen und das Beste aus beiden Welten zusammennehmen? Ja, okay. Und du veränderst die Welt, indem du die Achtsamkeit also predigst, ja, und den Leuten beibringst? Predigen ist gut, ja, nein, also ich möchte sie gerne vorleben. Ja, also ich hoffe, ich lebe sie auch vor. Ja, ich lebe sie gerne vor, wobei du bist ja ein mega Beispiel dafür, wie man auch einfach so achtsam sein kann, obwohl man sich gar nicht so präzise oder unbedingt so speziell damit befasst hat. Ja, jeder ist und auch dein Sohn, achtsam. Das ist ja mega. Ja? Zulassen, ne? Ist ja auch eine Typfrage sicherlich. Und du hast ein Bewusstsein dafür. Das ist das Tolle. Und du strahlst es absolut aus, ja? Ja, ist wundervoll. Ach, danke, das nehme ich jetzt mal an. Also wie kriegen wir denn jetzt ein bisschen mehr Achtsamkeit rein? Also wir haben ja gesagt, wir wollen ja den Stress ein bisschen vermindern. Jetzt haben wir es gerade sortiert. Ja. Den Stress, den wir uns selber machen, wie kriegen wir denn den weg zum Beispiel? Was würdest du denn da sagen? Also da sind wirklich, also Checkliste, ganz einfach. Stress wegkriegen, als allererstes geh in die Verbindung mit dir selbst. Mhm. Weil du hast den Stress, wenn du nicht bei dir bist. Und wirklich das durch vielleicht kurz Hand aufs Herz oder auf den Bauch so Atemzug nehmen. Dich selbst fühlen.
Weil man ist außer sich, wenn man gestresst ist. Wie man auch so schön sagt, ja. Wieder bei sich sein. Dann länger ausatmen als einatmen. Vielleicht nur 2-3 Mal. Kann oft schon reichen. Schon kommt ein anderer Gedanke. Mhm. Schritt 3, stell dir die Fragen, die es gerade braucht. Nämlich, okay, was passiert hier gerade? Was denke ich gerade? Was läuft hier gerade ab? Was, also offene Fragen, nicht warum passiert mir das? Das ist eine vergangenheitsorientierte Frage, die kann nur zu schlechteren Gefühlen führen. Und das nutzt ja nichts, wenn du weißt, warum. Sondern du willst ja jetzt wissen, wie kannst du besser damit umgehen. Okay. Richtig? Und dann, welche Optionen habe ich? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann handelst du. Und dann ist fast immer schon ein Abstand da zu der Situation. Und dann bist du schon nicht mehr so gestresst. Und last not least, das Schwierigste, annehmen. Mhm. Und auch sich, du kennst bestimmt auch den, ich glaube, den haben wir letztes Mal auch schon gehabt, ne? Er ist ja auch schon uralt, aus 1700 irgendwas, wird verschiedenen Leuten zugesagt. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Der ist immer toll, der Spruch. Wundertoller. Oder? Ja, richtig. Der ist immer toll. Eine Weisheit, wer weiß, wo die wirklich herkommt. Genau. Richtig. Und das wirklich leben und sich den Spruch also wirklich auch bewusst parat haben. Weil wenn ich merke, ich kann das jetzt nicht ändern, dann brauche ich mich auch nicht verbiegen. Da kann ich mich auf den Kopf dann stellen. Dann ist schon mal ein gut Teil Stress weg, ne? Ja, genau. Und wenn ich dann noch merke, okay, ich bin aber sauer, ich bin wütend, dann kann ich mich fragen, okay, welcher Teil in mir, was ist denn da jetzt gerade? Ja, weil ich jetzt unpünktlich bin. Warum bin ich jetzt unpünktlich? Weil das und das passiert ist. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die nehmen mich nicht. Die denken das und das über mich. Und kann ich die Gedanken irgendwie beeinflussen? Nee. Aber du kannst beeinflussen, was du über dich denkst. Und dann einfach sagen, dann ist es so, oder wie? Genau. Und das annehmen und akzeptieren fällt so vielen Menschen so schwer. Ja, klar. Und dann vielleicht auch das Vertrauen haben, dann wird aber möglicherweise etwas Besseres kommen. Weil wir stressen uns ja auch, weil wir denken, wir müssen diesen Job unbedingt haben oder was auch immer. Ne? Dann sonst genau. Können wir die Miete nicht zahlen und bla bla. Genau. Sondern vielleicht einfach sagen, nee, das sollte vielleicht eh nicht sein. Ja, und das ist alles ein Prozess. Ne? Also Achtsamkeit ist nicht damit getan, wie einmal ich lese ein Buch oder ich mache einmal eine Meditation. Man muss auch gar nicht jeden Tag wundern, wie lange meditieren. Das ist es gar nicht. Es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, wie du lebst. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist, entweder vielleicht mal ein Buch zu lesen, oder wirklich innezuhalten, in die Natur zu gehen, in die Ruhe zu gehen. Genau. Und nicht ständig sich beballern zu lassen mit irgendwelchen Reizen von außen. Und vielleicht auch sich mit dem Thema Achtsamkeit intensiver auseinanderzusetzen, indem man mal sagt, okay, ich probiere das mal ein paar Wochen oder Monate auch geführt aus. Und das würde dann bedeuten, dass man so Coachings macht oder so? Genau, Coachings oder auch also ich mache jetzt demnächst, startet endlich mit 2 Jahren Verzögerung durch meine Situation mit den Eltern, eine Ausbildung, wo ich den MBSR-Kurs, den klassischen, der ist ja weltbekannt, ja, mit den besten Selbstcoaching-Techniken aus dem NLP zusammenbringe, dass man wirklich auf ein anderes Level kommt für sein eigenes Empfinden in der Achtsamkeit. Auch jobmäßig, auch viele Coaches sind gar nicht so achtsam, wie man meinen würde. Ja, weil die beuten sich auch ganz oft aus und sind ganz gestresst. Setzen sich selber unter Stress. Ja, ne? Genau. Genau. Naja, und Führungskräfte auch, weil die fühlen sich oft für alles verantwortlich. Eltern auch, die fühlen sich auch oft für alles verantwortlich. Und da sind so viele verquere, ich sag mal so Selbstläufer, Klischees oder Vorurteile in unserer Gesellschaft entstanden, dass viele Menschen da gar nicht weiter mehr drüber nachdenken und denken, ja, es ist halt so, bin ich dem ausgeliefert? Nee, ist man nicht. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Viele wollen auch nicht in diesen Achtsamkeitsmodus, weil sie den Stressmodus eigentlich gewohnt sind. Weil und dann sie sind dort, sie wer. Dort sind sie zu genau. Hause, dort sind sie wer ja. Und dort haben sie die Kontrolle. Und dann kann man auch sagen, du, ich bin so gestresst, ich kann gerade nicht. Und das macht einen auch wichtig und man hat dann genau. Einen gesellschaftlichen Rang und genau. So. Ne? So bis sie dann an so einen Punkt kommen, wo sie merken, es geht gesundheitlich nicht mehr. Also der Körper Burnout. Irgendwann. Ne? Weil Stress bedeutet ja, dass man gegen den Körper lebt und der Körper reagiert mit Symptomen, mit Krankheiten oder wie auch immer. Ne? Ja. So, und was passiert dann eigentlich, wenn wir dann mit dieser Achtsamkeit beginnen, ne? Wir kommen zu uns selber und dann stellen wir uns doch automatisch teilweise auch unangenehme Fragen, vor denen wir teilweise auch abhauen immer, oder? Definitiv, ja. Also so ein Burnout ist nicht witzig. Der kann schon mal dich auch 1,5 Jahre kosten. Ja, also Menschen haben wirklich den Zugang zu sich verloren dann oder auch die Identität, weil sie haben ja nur noch funktioniert, im Extremfall jetzt. Ne? Also ich coache auch jemanden seit Januar letzten Jahres, also schon 1,5 Jahre, war jetzt auch in einer Reha-Maßnahme und fängt jetzt langsam mit der Wiedereingliederung wieder an. Ja? Also diese jahrelange Ausbeutung sich selbst gegenüber, nicht schlafen können, ne? Nur funktionieren, das rächt sich. Und das ist nicht über Nacht einfach mal so dann verändert. Aber das Schöne ist, die Menschen, wenn sie denn offen sind und sich darauf einlassen. Es kann sein, dass sich die familiäre Situation dann ändert komplett, dass die Jobsituation von 60
80 Stunden auf 40 oder 30 geht dann, ja, oder man den Job auch überhaupt wechselt oder ganz was anderes macht, auch beruflich, sich vielleicht auch von der Familie trennt oder so. Das kann all solche Auswirkungen haben. Aber das Gute ist, die Menschen kommen wieder in den Kontakt mit sich selbst. Mhm. Und ist das nicht eigentlich makaber? Das hatten wir vorhin schon ganz kurz, ne? Wie komplett verrückt das eigentlich ist. Wir kommen als Kinder komplett ungestresst auf die Welt, gelassen und sind bei uns. Ruhen in uns, ja, haben Bauchatmung und bleiben bei uns. Und dann kommen die Eltern, Schule, Kindergarten, Verwandte, was, wie wir auch immer. Und dann lernen wir, was Stress ist. Wir müssen uns ein Schemata pressen lassen. Und dann später im Berufsleben vielleicht noch viel mehr, wenn wir auch Karriereplanung und ne, Großkarriere gemacht haben, Beförderung etc. Und dann merken wir irgendwann, oh, es wird immer enger. Wo bleib ich eigentlich? Ich habe gar keine Zeit mehr, ich kann nicht mehr schlafen. Auch andere Funktionen bleiben aus, ja. Oder auch körperlich, essenstechnisch zeigt sich was. Und dann zahlen sie viel, viel Geld und brauchen viel, viel Zeit, um wieder dahin zu kommen, wo sie eigentlich mal waren. Ja, in der Tat. Das ist makaber, oder? Ja, das ist makaber. Ja, muss nicht sein. Vielleicht Reise zu sich selbst. Können wir das ja ändern oder auch du. Und, ja, vorbeugen. Also ich kann richtig. Nur empfehlen, wirklich vorzubeugen, sobald irgendjemand merkt, dass es Anzeichen gibt wie Schlafstörungen, ich funktioniere nur noch, Lustlosigkeit in jeglicher Hinsicht oder Überkompensation durch Essen oder andere Süchte. Ja, Süchte kommen ganz dann schlimm. Ja, Süchte, ganz schlimm. Da lenken die Leute sich ab, sagen, wird schon. Nee, es wird nicht. Es verlagert sich. Ja, genau. Nur. Ich meine, da kommst du ins Spiel oder andere Angebote, weil irgendwann merken ja die Leute, die müssen was machen. Und dann haben wir gesagt, also die Achtsamkeit, ne? Dieses Rausgehen, betrachten, was ist überhaupt passiert, die Fragen stellen, durchatmen, du hast ja gesagt, länger ausatmen als einatmen, in die Ruhe kommen. So, und dann automatisch versuchen, auch das Leben zu verändern. Also das ist ja nämlich der Punkt, das muss ja eine Haltung werden. Aber ich würde noch früher anfangen. Ich denke, gut wäre ja, wenn wir versuchen, immer achtsam zu sein, was nicht einfach ist natürlich. Bin ich bei dir. Aber dann sind wir präventiv unterwegs, oder? Ja. Weil Stress passiert immer, aber wir können damit besser umgehen. Wir sind resilienter, um ein modernes Wort zu benutzen. Genau. Und resilient heißt ja, eigentlich du wirst widerstandsfähiger gegen diese negativen Dinge im Leben. Ne? Je mehr du geübt bist und je öfter du es schaffst, in dir eine Stresssituation schneller wieder zu einer neutralen Situation zu bringen. Das ist wie so ein Muskel. Und es gibt ja, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, die neuronalen Verbindungen im Gehirn. Da sind wir nie zu alt für. Nie. Oh. Wir brauchen nur Wiederholung. Oh. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch wenn manche Menschen vielleicht denken, ach, weißt du, dieses ganze Achtsamkeitsgedöns da, einfach nur so ein easy-peasy, wir haben uns alle lieb Ding. Nee, das ist es gar nicht. Sondern es ist wirklich bei sich sein. Und das kann man auch, wenn man schon mal ein gewisses Level, Grundlevel hat, braucht man da auch gar kein Coaching zu, weil es ist überhaupt nicht schwer. Nur wenn man das gerade eben nicht hat, dann hilft wirklich Hilfe von außen, weil man es selber alleine gar nicht schafft, weil man erkennt noch nicht mal die Situation, in denen man es sich selber so unglaublich schwerer macht. Und je länger man es in der Vergangenheit schon gemacht hat, umso tiefer sitzt es natürlich auch. Und dann diese verschiedenen Methoden, ich meine nicht umsonst, gibt es kaum Psychotherapieplätze, also auch die ganzen Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten, du hast es ja angedeutet, die sind ja alle hoffnungslos überlaufen und es gibt wirklich verschiedene Methoden, die auch schneller helfen. Also gibt es auch wirklich, ich will jetzt gar keinen irgendwelchen Menschen zu nahe treten, aber es gibt auch Methoden, die wirken schneller, wenn du da wirklich dran bist. Ja. Wie jetzt aber die Achtsamkeitsmethoden oder was anderes? Ja, also alleine der MBSR-Kurs, ne? Ich meine, das sind 8 Wochen, ein 8-Wochen-Kurs, ja, und der hat mit die meisten Studien weltweit, ja, in der Auswertung gegen Traumata, gegen Depression, gegen Burnout, ja. Ich glaube, man muss nicht unbedingt einen Psychotherapeuten zwangsläufig. Nee, ich würde jetzt nie sagen, der ist schlecht oder gar nicht. So ist das auch überhaupt nicht gemeint. Nur man sollte das nehmen, wo man auch wirklich schnell Hilfe bekommt. Ja, weil manchmal wartest du ja ein halbes, dreiviertel Jahr. Ne? Und MBSR, kannst du nochmal erklären? Ja, MBSR hat Mindfulness-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, ist in den 80er Jahren schon erfunden worden von Jon Kabat-Zinn. Das sind Methoden, die nachweislich, also wirklich mindestens 40-50% mindestens Verbesserung haben der Teilnehmenden. Als sie den Kurs angefangen haben. Und zwar Menschen, die in Kriegen waren, die Traumata haben, die Depressionen hatten, die Burnout hatten. Also ich habe selber auch ausprobiert, auch mit einer Depressiven unter anderem und mit einer Frau im Burnout. Definitiv starke Veränderungen, mehr als in der Therapie. Das kann aber auch mit dem jeweiligen Therapeuten zusammengehangen haben. Das kann ich so nicht sagen. Ja, es soll nichts heißen, dass es so sein muss, zwangsläufig. Aber Fakt ist, wenn die Menschen auch das Gefühl haben, ich kann selber was tun. Na klar. Dann bist du ja viel auch bereiter, dich selber zu verändern, als wenn du 2 Jahre lang zu einer Gesprächstherapie gehst. Ja, dann kommst du in die Selbstwirksamkeit. Genau. Okay, also da gibt es ja Angebote. Ja, total. Auch du machst natürlich sowas. Ja, also startet im Herbst eine Ausbildung, eine 30-stündige. Und das ist also aber nicht nur in
drei Tagen, 10 Stunden oder so, sondern in 10 Termine aufgeteilt, weil ich glaube, auch die Dauer ist wichtig, die Regelmäßigkeit. Naja. Als Stichwort, ne, neuronale Verbindungen, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung schaffen. Meine liebe Petra, Wir werden dich verlinken. Sind wir schon oben? Man findet dich. Es geht immer so schnell mit dir, Oliver. Du bist so ein charmanter, kurzweiliger Moderator. Es ist unglaublich. Gastgeber. Ja. Achtsam. Und auch, ich meine, auch hier dieser Verein, ne, wo wir gerade sind, der bietet dir auch ganz tolle Sachen. Auch Hobbys sind ganz wichtig. Ja, ja, klar. Also Hobbys auch, wo man entspannt. Also nebenan wird gemalt. Ja, mega. Siehst du? Das toll. Ist Malen, das ist auch, ne? Wunderbar. Und der kleine, schöne Garten hier, ne? Ja. Kräuter. Mach dir einen kleinen Kräutergarten auf dem Balkon oder so. Schafft dir kleine Oasen. Ja. Ach, jetzt machst du so schön Werbung, da gehe ich mal rein. Ja, genau. Selbsthilfezentrum Seekitz mitten in Potsdam, übrigens in der Innenstadt. Mega, wirklich toll. 5 Minuten vom Schloss Sanssouci entfernt, ja, wo ohne der alte Sorgen. Fritz entspannt. Ohne Sorgen, genau. Ohne Sorgen entspannt hat. Also der wusste schon, oder? Ja, der wusste schon. Das ist eigentlich genau. ein Achtsamkeitszentrum, was da ist hier. Ja. Genau, Sanssouci ist ein Achtsamkeitsort. Und wir sind das neue Sanssouci hier, ohne Sorgen, mitten in der Stadt. Genau. Und ich freue mich, wer sich verlinken will oder mein Mindful Weekly News abonnieren will oder auch mal zu meinem kostenfreien Mindful Mittwochabends kommen möchte. Gerne, kannst du anpreisen. Verlinken wir alles und man findet dich dann im Internet logischerweise. Ja. Oder auf Instagram. Homepage. Und wie gesagt, wer jetzt schnell in die Achtsamkeit kommen will, du sagtest irgendwie die Hand auflegen aufs Herz, oder? Ja, bitte? Oder auf den Bauch, so Oberbauch oder Solarplexus und einfach mal ganz bewusst einen Atemzug nehmen und ganz bei sich dann jetzt so einatmen, halten und ausatmen. Und viel länger ausatmen als einzuatmen. Man hört schon in meiner Stimme, die wird auch schon tiefer und funktioniert immer. Sollte man vorm Einschlafen vielleicht auch machen. Ne? Ja. Also funktioniert immer, haben wir gerade gehört von Petra. Ja. Deswegen, und das kann man immer machen. Immer. Überall, so kostet nichts, dauert ein paar Sekunden, nicht mal eine Minute. Ne? Ja. Und schon geht es einem dann doch besser. Ja. Ich kann es bestätigen. Schön. Danke, meine liebe Petra, dass du uns aufgeklärt hast und dass wir jetzt ganz stressfrei in diesen Sommer starten können. Auf einen und mega tollen, super Sommer, ins oder? Leben und in die neue Welt oder was auch immer. Ja, genau. Ganz lieben Dank. Gerne. Das war's. Und ganz achtsam am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gellner. Bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.